In Kötschach-Mauthen kam es im Mai zu einem Bürgermeisterwechsel. Walter Hartlieb gab am 6. Mai seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik bekannt. Eine 23-jährige Ära ging damit zu Ende. Seit 1997 eine Erfolgsgeschichte, die mit seinem Namen verbunden ist. Er hat Kötschach-Mauthen sehr positiv weiterentwickelt. Er hat sie zu einem Aushängeschild gemacht, was die E5-Gemeinden österreichweit betrifft. Das war eine der ersten Gemeinden, die auch gewusst hat, wie man beispielsweise Geschichte, Blöcken etc. mit Modernität verbindet. Und ich glaube, Kötschach-Mauthen kann sich wirklich herzeigbar zeigen lassen. Es ist ein Bereich, wo Regionalität Wichtigkeit hat, wo man mit dem Landeskrankenhaus Laas einen sehr, sehr wichtigen und großen Arbeitgeber im Bezirk hat und wo eigentlich sehr, sehr vieles positiv jetzt in jüngere Hände übergeben wird. Man kann sagen, man hat einen prestigierten Nachfolger gefunden. Er hat ihn eigentlich selbst im positiven Sinne herangezogen, hat ihn immer auch viel an seinen Entscheidungen mit teilhaben lassen. Und ich kenne Josef Zopot natürlich aus seiner politischen Tätigkeit. Er war eine Periode im Landtag und hat damit auch die gute Verbindung Landespolitik, Bezirkspolitik und natürlich für Kötschach-Mauthen die gute Gelegenheit, Bestes herauszuholen. Haben Sie noch vielleicht ein paar persönliche Worte für den Bürgermeister? Lieber Walter, du bist der Einzige, der es geschafft hat, mit mir gemeinsam einen Bundespräsidenten Heinz Fischer und den Peter Kaiser, also einen Kaiser, ins Klagenfurter Stadion zu einem gemeinsamen Ankick zu bringen beim Tournamento della Nazione, beim Turnier der Nationen. Ich werde diesen Tag und den Sieg gegen Brasilien nie vergessen. Der Bürgermeister Hartlieb war der längstdienendste Bürgermeister derzeit im Bezirk und war der letzte Bürgermeister, der länger in Funktion ist, als ich es derzeit bin. Und dadurch ist es selbstverständlich, dass wir sehr, sehr viele Begegnungen gehabt haben, in sehr, sehr vielen Gremien zusammengekommen sind, bei vielen Anlässen zusammengekommen sind, bei vielen Katastrophen zusammengearbeitet haben, bei vielen Problemen zusammengearbeitet haben und immer wieder Lösungen gefunden haben, reiflich durchdiskutiert haben und immer gefunden haben. Und er war immer einer, der wirklich versucht hat, stets zum Wohle der Bevölkerung und zum Wohle der Marktgemeinde Lösungen zu finden. Und ich denke, er hat eine sehr aufgeräumte Gemeinde hinterlassen. Er hat auch jetzt in der Letztphase sich sehr bemüht für die Aktivierung der Modine-Baustelle, wenn ich das so formulieren darf. Und er hat sicherlich stets versucht, genau das in die Gemeinde hereinzubringen, was die Menschen wollten. Und so wie ich es heute auch, glaube ich, gesagt habe, es ist halt ein politisches Leben, das kann nicht immer nur mit Wegen nach oben gepflastert sein, sondern es gibt dann auch gewisse Einbrüche, die hat jeder in der Öffentlichkeit, aber letztlich, glaube ich, kann Bürgermeister Hartlieb sehr, sehr stolz auf seinen Weg sein. Er hat einen erfolgreichen Weg hinter sich gebracht und hat eine gut bestellte Gemeinde hinterlassen. Durch den Rücktritt von Walter Hartlieb muss der neue Bürgermeister gewählt werden. Tritt ein Bürgermeister innerhalb eines Jahres vor der Gemeinderatswahl zurück, dann wird sein Nachfolger vom Gemeinderat gewählt. Das war am 28. Mai im Festsaal Kötschach-Mauthen im Rathaus der Fall. Wählbar ist jedes Mitglied des Gemeinderates. Auf einen weißen Zettel wird der Name des Gewählten aufgeschrieben. SPÖ-Kandidat Josef Zopot, der bis zur Wahl die Geschäfte des Bürgermeisters übernommen hatte, wurde mit 14 Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt. 7 Stimmen entfielen auf Christoph Zebedin von der ÖVP. Somit war es fix, Josef Zopot folgt auf Walter Hartlieb als Bürgermeister der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen. Danke schön, alles Gute. Begonnen hat die Laufbahn von Josef Zopot bereits vor über 17 Jahren. Es war im Jahr 2002, da hat es in Oberösterreich eine Flutkatastrophe gegeben. Und zwar wurde damals vor allem der Bezirk Berg sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Und die Trachtenkapelle Mauthen hat sich damals dazu entschieden, ein Benefizkonzert zu machen. Ja, ich glaube, Obmann war damals der Kurzweil Heinz. Sprecher und Moderator war ein junger Bursche mit großer Klappe, nämlich ich. Und wir haben eine Spendenbox aufgestellt. Es waren ungefähr 150, 200 Leute bei der Veranstaltung. Und so circa in der Mitte, ich habe zwar versucht, die Leute zu motivieren, dass sie was spenden, aber irgendwie ist Oberösterreich so weit weg
und die Spendenbox war noch relativ leer. Und dann habe ich den Bürgermeister von Weitem erblickt und mir gedacht, den spanne ich mir jetzt vor den Karren. Habe ihm mit dem Mikrofon in der Hand ein paar Grußworte abgerungen, habe ihm die Spendenbox in die Hand gedruckt und vor versammeltem Publikum gesagt, er muss jetzt Spenden sammeln gehen. Und das hat er natürlich getan, weil er unter Beobachtung war und die Leute haben natürlich gespendet, weil der Bürgermeister vor seinen gestanden ist und am Ende der Veranstaltung war die Spendenbox voll. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut als junger Bursch, dass ich den Bürgermeister für meine Zwecke missbrauchen habe können. Wohl für einen wohltätigen Zweck natürlich, aber ich habe dabei vergessen, dass man im Leben alles zurückkriegt. Er ist nämlich ein paar Tage später bei mir vor der Tür gestanden und hat gesagt, er will mich unbedingt für einen Gemeinderat als Jugendkandidat für die nächste Wahl. Ich habe natürlich lange überlegt, weil damals war ich mit dem Studium gerade fertig und habe nicht gewusst, wo es sich beruflich hinentwickeln wird. Ich habe überhaupt keinen Bezug zur Gemeindepolitik gehabt, auch keine Ahnung und schon gar keine politische Einfärbung. Er hat gesagt, es sind 4 Sitzungen im Jahr, es ist fast nichts zum Tun und Parteipolitik spielt sowieso keine Rolle auf Gemeindeebene. Das hat mich schlussendlich überzeugt. Es folgten 6 Jahre Gemeinderat und 11 Jahre Vizebürgermeister mit unzähligen Sitzungen, mit vielen Festen, Beerdigungen, Verhandlungen, Erfolgen, aber auch Rückschlägen. Und in all den Jahren habe ich es aber keine Sekunde bereut, dass ich dem Walter damals die Spendenbox in die Hand gedruckt habe und damit unser gemeinsamer Weg begonnen hat. Josef Zoppot bedankte sich bei Walter Hartlieb mit einem Geschenkskorb. Dankesworte kamen auch aus dem Gemeinderat. Auch ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. Lieber Walter, danke für deinen Einsatz in den letzten 24 Jahren für unsere Gemeinde. Es waren sicher herausfordernde Zeiten und Situationen dabei. Du hast diese aber immer mit Ruhe, Kompetenz und Sachlichkeit gelöst. Und du bist natürlich auch mitverantwortlich, dass ich heute hier stehe, wie auch beim Sepp. Nur ich war keine Spendenbox, sondern die Käsekönigin und da hast du mich dann geschwind abgeworfen. Und was ich persönlich an unserer Zusammenarbeit immer geschätzt habe, waren natürlich unsere oft intensiven Gespräche. Auch emotionale Worte wurden gefunden. Ich möchte auch heute hier zum Anlass nehmen, unseren ehemaligen Bürgermeister Walter Hartlieb für die 23-jährige Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. Es waren Höhen und Tiefen. Aber eines muss ich sagen, als der Rücktritt von dir bekannt wurde, ist es in der Bevölkerung sicherlich ein Sturm angelaufen und es hat jeder um dich getrauert. Und ich möchte nur eines erwähnen, dein freundliches Lächeln, dein Zwinkern mit den Augen und ein kräftiger Handschlag hat viele Bürger von uns in unserer Gemeinde sehr bewusst bewegt. Ich bedauere, dass bei deinem Rücktritt Meldungen über das Facebook gekommen sind, die unakzeptabel sind und ich akzeptiere sie nur, können sie nur dazu führen, dass dies so zu werden ist, dass es hier Menschen gibt, die nicht wissen, was sie tun. Turner spielt in seiner Rede auf die Facebook-Postings der ÖVP Kötschach-Mauthen an. Mit diesem Bild wurde direkt am Tag des Rücktritts auf das Ende der Amtszeit von Walter Hartlieb reagiert. Wenige Tage später wurde dieser Text veröffentlicht. Bei Teilen der Bevölkerung sorgte dies für Unverständnis. Selbst ÖVP-Gemeinderäte haben sich, darauf angesprochen, von diesen Postings distanziert. Eine offizielle Entschuldigung bei der Gemeinderatssitzung blieb aus. Christoph Zebedin bedankte sich in seiner Rede bei der Bevölkerung für das vorbildliche Verhalten während des Corona-Lockdowns und bei allen Menschen, die zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens in dieser Zeit beigetragen hatten. Danach widmete er sich dem Bürgermeisterwechsel. Auch auf der politischen Ebene der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen verändern sich die Zeiten. Bürgermeister Walter Hartlieb hat Anfang Mai sein Ausscheiden aus dem Amt des Bürgermeisters unserer Marktgemeinde bekannt gegeben. 23 Jahre eine Gemeinde vorzustehen, ist eine immens lange Zeit, in der man vieles bewegen kann. In den vielen Jahren gab es dabei viele Höhen und Tiefen. Das eine ist gelungen und das eine wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es ist an der Zeit, bei einem gemeinsamen Termin zwischen dem ehemaligen Bürgermeister,
dem neuen Bürgermeister und auch uns viele Dinge, die sich aufgestaut haben, auch auszudiskutieren. Schlussendlich geht es um Kirchhoff-Mauten. Auf jeden Fall wünsche ich dir, lieber Walter Hartlieb, viel Erfolg bei den zukünftigen Tätigkeiten auf beruflicher wie auch privater Ebene und großteils für die konstruktive Zusammenarbeit. Dank für 23 Jahre Bürgermeisterarbeit gab es in der Rede keinen. Eine Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister wird angestrebt. Die Forderungen dafür wurden gleich in einem Arbeitsprogramm vorgestellt. Unsere Zusammenarbeit bzw. Unterstützung wird es in Sicherheit geben, wenn wir endlich merken, dass mehrere Meinungen auch Berücksichtigung finden. Die Kirchhoff-Meitner Volkspartei geht von einem raschen Kasassturz aus, der die momentane finanzielle Situation aller Teilbereiche der Marktgemeinde abbildet. In der Kommunikation würde ich mir wünschen, dass der Austausch zwischen den Referenten, sprich Bürgermeister und den beiden Vizebürgermeistern untereinander, sich wesentlich verbessert, indem er endlich eingeführt wird. Zum Beispiel wöchentliche Meetings der Referenten. Wir haben viele Vorhaben, die anstehen, aber noch nicht finalisiert sind. Es fehlt die Finanzierung. Im Anschluss an die Rede übergab Vizebürgermeister Zevedin dem neuen Bürgermeister das Arbeitspapier der ÖVP. 23 Jahre Bürgermeister Walter Hartlieb sind nun zu Ende. Ein letztes Mal richtet er seine Worte an den Gemeinderat und die Bevölkerung. Es war mir eine große Ehre und ein Privileg, der Marktgemeinde Kirchhoff-Mauten zu dienen. Und ich trete mit gutem Gewissen ab, auch deshalb, weil ich mir absolut sicher bin, dass unsere Marktgemeinde mit meinem Nachfolger, Bürgermeister Sepp Zoppot, in guten Händen ist, der bemüht sein wird, den Weg der sachlichen Diskussion und Zusammenarbeit im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger zum Wohle unserer Gemeinde fortzusetzen. Denn nur gemeinsam lässt sich etwas bewegen. Ich möchte mich aber auch für die vielen Danke schreiben und guten Wünsche bedanken, die ich in den letzten Tagen von vielen Bürgerinnen und Bürgern erhalten habe. Ich darf auch allen weiteren Mandatarinnen und Mandataren schon jetzt gratulieren, denen heute noch eine politische Aufgabe übertragen wird, und wünsche abschließend allen viel Glück und Erfolg, auf dass die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich gemeistert werden können und Kirchhoff-Mauten noch weiterhin eine lebens- und liebenswerte Gemeinde bleibt. Der heutigen Gemeinderatssitzung wünsche ich noch einen guten Verlauf. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Dankeschön. Ja, Gratulation zur Wahl als Bürgermeister. Wie ist das Gefühl jetzt im Moment? Ja, danke schön. Das Gefühl ist sehr gut. Es ist sehr erleichternd. Es war doch ein bisschen Anspannung bis zum Schluss. Ob das Wahlergebnis auch dementsprechend ist, was mich ganz besonders freut, ist natürlich, dass ich über die Fraktionsgrenze hinaus gewählt wurde und mit 14 Stimmen zum neuen Bürgermeister vom Gemeinderat nachgewählt wurde. Es sind ja besonders schwierige Zeiten, in der jetzt das Ruder übernommen wird. Corona-Krise, Lift, Modine, Aquarena, eine große Herausforderung? Auf jeden Fall eine große Herausforderung. Deshalb wird mein erster Schritt da sein, soweit ich noch nicht Überblick habe, mit dem Finanzverwalter gemeinsam, mit der Mitarbeiterriege aus der Gemeinde, die Zahlen durchzugehen, zu schauen, was müssen wir in nächster Zeit beachten, welche Schritte sind überhaupt denkbar, und dann gemeinsam auch mit dem Land Kärnten, vielleicht auch mit dem Bund, Maßnahmen zu setzen, zu überlegen, welche Schritte wir heuer noch setzen können, aber natürlich auch mittelfristig und langfristig. Die Zusammenarbeit mit allen Parteien, man hört ja kritische Stimmen aus dem Lager der ÖVP, wie wird man damit umgehen? Kritische Stimmen sind okay, Kritik ist wichtig, um sich zu verbessern. Solange sie sachlich und nachvollziehbar ist, nehme ich sie ja gerne an. Meine Hand ist ausgestreckt in alle Richtungen, zu jeder Partei.
wenn der Wille da ist, wir müssen gemeinsam arbeiten, wir müssen schauen, dass wir für unsere Bürgerinnen und Bürger und auch für die Region die bestmöglichen Maßnahmen setzen können. Ja, eine Ära geht zu Ende, 23 Jahre als Bürgermeister. Was sind jetzt die Gefühle im Moment? Ja, es war natürlich die Entscheidungsfindung und vor allem die Entscheidungsbekanntgabe mit sehr vielen Gefühlen und Emotionen verbunden. Ich habe mir diese Entscheidungen nicht leicht gemacht, weil wenn man so eine lange Zeit dieses verantwortungsvolle Amt ausübt, und für mich war es immer wichtig, dass ich da mit 150% dabei bin, dass ich mit Leib und Seele für die Bevölkerung da bin und das habe ich versucht auch umzusetzen, dann ist es natürlich ein wesentlicher Teil des Lebens. Und wenn man dann aufhört, ist es natürlich sehr ungewohnt, wobei es natürlich in den ersten Tagen noch ein bisschen weitergelaufen ist, aber man merkt natürlich jetzt schon, dass weniger Termine sind, weniger Sitzungen und so weiter. Und ja, es ist eine Entwöhnungsphase, würde ich sagen. Wie wird die Zukunft jetzt ausschauen? Ja, ich habe meinen Beruf noch, also in der Raiffeisenbank Kutschach-Mauthen. Da haben wir ja 30 Mitarbeiter, 5 Bankstellen, sind ja auch sehr große Herausforderungen in Zeiten wie diesen. Und das wird natürlich jetzt der Schwerpunkt sein. Ansonsten habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht dazu. Das wird schon kommen. Aber grundsätzlich ist das jetzt einmal der Hauptteil im Beruf. Bei der Aquarena bleibe ich noch ein bisschen Geschäftsführer. Dann habe ich natürlich unzählige andere Funktionen, die ich jetzt noch zurücklegen muss, beziehungsweise bin ich ja schon gebeten, mal einige Funktionen weiterzumachen, weil das möglich wäre. Aber wenn ich nicht mehr politisch tätig bin, beispielsweise das Projektauswahlgremium für die CLD-Projekte, was grenzüberschreitend ist, und das muss ich mir jetzt noch überlegen. Und ansonsten werde ich halt versuchen, diesen Sommer mal meinen Hobbys nachgehen, ein bisschen wandern, Radl fahren, Fußball spielen, ja. Gibt es so einen Moment, wo man sagt, in 23 Jahren Bürgermeister, das war für mich der schönste, der berührendste? Na, für mich war eigentlich, wenn ich das so jetzt auch natürlich in den letzten Tagen vermehrt Revue passieren habe lassen, einerseits, wenn ich Menschen helfen habe können und wenn es noch ganz kleine Sachen waren. Natürlich, wenn man große Projekte machen kann, wie damals die Aquarena oder die Ortsplatzgestaltungen, ist das natürlich auch ein besonderes Highlight in so einer Funktion. Aber viel wichtiger war für mich der persönliche Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, dass ich ihnen helfen habe können. Da war ich richtig stolz drauf, wenn das gelungen ist und der betroffene Bürger oder die betroffene Bürgerin sich gefreut haben. Und ich muss auch sagen, jetzt die letzten Tage, wie mein Rücktritt eben bekannt gegeben worden ist öffentlich, habe ich sehr viel positive Rückmeldungen, SMS, WhatsApp, Briefe sogar, Telefonate, E-Mails bekommen, wo mir Leute gedankt haben, wo ich nicht einmal gewusst habe, was ich für die getan habe. Gell? Aber es sind oft Kleinigkeiten, die das Wesentliche sind. Und das war für mich eigentlich das Wichtigste und das Wertvollste, dass ich Menschen helfen habe können, dass ich für die Bevölkerung da war und dass ich auch natürlich von der Bevölkerung dieses Vertrauen insgesamt 4-mal ausgesprochen habe bekommen. Ja, dann wünschen wir alles Gute für die Zukunft und viel Spaß beim Genießen. Ja, ich werde mich bemühen. Danke.